ja, nachdem wir gestern noch unseren Campingplatz ein bisschen erkundet haben und da noch ein bisschen an der Marina entlang sind, um den Blick auf Lake Taupo zu genießen, sind wir auch damit heute Morgen wieder aufgewacht. Es war ganz schön, beim Frühstück da im Hintergrund den Blick auf den See zu haben. Genau, und dann ging es für uns quasi noch mal ein Stück wieder zurück. Durch nochmal Turangi durch. Gestern sind wir über die Desert Road daher hingefahren und man kann quasi auch von Ohakuni aus die andere Straße, also quasi auf der anderen Seite von den Vulkanen lang fahren, und da sind wir lang gefahren bis zum, ich muss mal hier gucken, wie das nochmal hieß, ich glaube Wakapa, ja, Wakapapa Village. Und da gibt es nämlich noch die Tahai Falls. Wie gesagt, die Namen sind hier alle ein bisschen schwierig teilweise auszusprechen. Genau, zu den Falls sind wir gefahren. Geht auch als Gollum Pool. Genau, da streiten sich wohl die Geister, welcher jetzt welcher ist. Oder genutzt wurde, okay. Vielleicht war es auch eine Mischung aus beiden, wer weiß. Ich habe da ja nicht so eine Ahnung von. Aber ich fand den Wasserfall richtig, richtig cool. Sehr imposant. Es hat ja auch heute Nacht mehrmals geregnet, das heißt, es war genug Wasser vorhanden. Da kam echt ordentlich was runter. Ist ein relativ breiter Wasserfall auch. Vielleicht hat Torben das schon eingeblendet oder das kommt danach. Genau, ist auf jeden Fall ein sehr reißender Fluss und war richtig, richtig schön. Auch natürlich ein bekannter Spot, um dort anzuhalten. Es gibt ja hier, haben wir festgestellt, auf der Nordinsel nicht ganz so viele Scenic Routes oder Lookout und sowas, wie man das jetzt auf der Südinsel kannte. Das ist alles ein bisschen anders hier oben. Auch naturmäßig finde ich es total anders teilweise. Und genau, aber es ist auf jeden Fall ein bekannter Fotostopp oder wo man mal kurz anhält. Wir sind dann tatsächlich auch noch ein bisschen hoch in das Village reingefahren. Man kann, haben wir dann festgestellt, echt noch ein richtig ordentliches Stück den Berg hochfahren. Das haben wir aber nicht mehr gemacht. Sondern sind dann quasi die Strecke wieder zurück. Wir hatten halt heute deutlich besseres Wetter, sieht man vielleicht auch so im Hintergrund. Dass wir das halt echt genutzt haben und gesagt haben, wir fahren dann nochmal lang, um einfach nochmal auf die Vulkane einen besseren Blick zu haben, was auch definitiv der Fall war. Also wir hatten auf alle drei Vulkane einen recht guten Blick. Der größte, der Uapeu, ohne Spickzettel funktioniert auch nichts, ne? Den hatte man natürlich am wenigsten noch gesehen. Teilweise haben wir auch ein bisschen Schnee gesehen noch von dem Vulkan. Berg. Genau, aber ja. Ich habe aber keine hier, mein Schatz. Ich habe keine. Nee. genau, aber es war auf jeden Fall imposant, das zu sehen, und auch auf der Rückfahrt. Ich habe keine Kekse, mein Schatz. Auf der Rückfahrt haben wir dann nochmal den Krater ordentlich sehen können, den Center vom Krater. Das war schon imposant, wurde teilweise voll von der Sonne angestrahlt. Das war schon richtig, richtig cool. Wer weiß, ob Torben irgendwann mal, wenn wir nochmal nach Neuseeland kommen, da auch nochmal den Track geht. Ist ja schon auch nicht so ohne. Genau. Ja, und dann sind wir quasi wieder nach Turangi und dadurch und dann weiter jetzt bis hier nach Taupo gefahren. Da haben wir eigentlich nicht groß angehalten. Wir waren jetzt nochmal kurz beim Supermarkt. Hier ist hier jemand am Wühlen auf meinem Schoß. genau, war noch kurz beim Supermarkt, haben dann noch ein paar Sachen gekauft. Jetzt hier beim Campingplatz eingecheckt. Wir sind hier bei De Pretz Spa Resort. Klingt als 5-Sterne-Resort gilt das. Hier direkt daneben an ist das Hilton. Besonders bekannt ist hier der Campingplatz eigentlich halt wegen dem Spa Resort und weil hier ein großer Hotpool Hotpool-Schwimmbad ist, wo wir dann halt als Camping, ich muss mal hier ein bisschen gucken mit dem Baby auf dem Schoß, als Campinggäste oder halt als Resortgäste kriegt man halt den günstigsten Eintritt. Das werden wir auf jeden Fall morgen oder übermorgen noch machen. Also hier in Taupo sind wir jetzt ein paar Tage länger. Mussten die alles so ein bisschen umplanen, aber das hat Torben euch ja auch schon erzählt. So, und bevor mir das Baby jetzt hier gleich ganz runterfällt, sag ich mal bis später. Moin.
So, wir waren jetzt noch ein Taub unterwegs. Wir haben irgendwie den Regen zum Glück gerade noch so überwunden. Und haben auch jetzt schon was zum Abend gegessen. Jetzt sind wir gerade auf dem Rückweg. Hier geht man schön unten am Wasser lang. Hat noch Ausblick hinten. Tongariro, Mount Ruapehu, alle dort. Und das hier ist quasi, so wie wir das gelesen haben, auch so ein bisschen thermalische Aktivität hier. Und zwar, wenn man seine Füße hier im Sand verbuddelt, ist es direkt warm. Also deutlich, man spürt jetzt, wie das Wasser oben drüber richtig kalt ist und in den Füßen, an den Füßen ist es warm. Und dann gibt es hier auch noch so eine Lücke, so eine Kuhle, haben vorhin welche sich gebuddelt. Macht man ja hier öfters mal. Und dann halt das Wasser da drin stehen lassen und durch diese Formation erhitzt sich das Wasser halt einfacher. Und jetzt probiere ich das mal aus, wie sagte schon, sie hat es getestet. Richtig warm. Das ist richtig doll warm. Das gibt's ja gar nicht. Das ist richtig heiß. Ja. 36 Grad würde ich das schätzen. Ich habe gesagt, das ist zu heiß. Das sind bestimmt 36 Grad. Das ist so eine Temperatur, wo ich duschen gehe. 36 Grad und höher. Das ist richtig warmes Wasser. Cool, ne? Oh, hier bleibe ich. Mit so einem Ausblick. Aber wenn ich jetzt rausgehe, wird mir schon kalt an den Füßen. Hier ist es auch, wenn du direkt hier auf dem Stein ist. Na toll. Naja, geht. So schlimm ist es nun auch nicht. Cool, ne? Also Reinhard hat ja. Also das Wasser ist auch super warm an sich. Das ist ein Wasser, wo man gut schwimmen könnte. Hier ist ja auch Schwimmen, sag ich mal, weit verbreitet am See. Jetzt auf unserem Rückweg haben wir ganz viele gesehen, die hier am Schwimmen waren. Und wenn man hier in dem Sand steht, hat man auf jeden Fall warme Füße. Ich bleib ja mal einen Moment hier stehen, ne? Bleibt ihr auch hier? Ist das warm, Ryan? Stein? So, ist euch zu langweilig? Ich find's gut hier. Ja, die Füße raus aus dem Sand, wird direkt ein bisschen frischer durch das Wasser. Aber das wäre echt klasse. Wir hatten das damals bei der Reise gemacht in, wie hieß das noch? Pitianga? Nee, Hot Water Beach hieß es tatsächlich auch. Genau, nach Pitianga hoch, Hot Water Beach. Da hatten wir schlechtes Wetter, es hat geregnet. Da haben wir uns mit einer Schaufel aus dem Pool gebuddelt. Das war auch warm, oder ich war da nur alleine, ne? Ja. Das war auch warm, aber natürlich war das irgendwie mit dem Regen irgendwie nicht so eine schöne Erfahrung oder so. So, jetzt hat Vivi noch gesagt, das dampft da. Oh. Achso, da ja. Aber geht mal gucken, da dampft das. Das dampft hier raus. Mir riecht das auch richtig nach Sulfur. Oh, hier plätschert auch was. Hier kommt irgendwo Wasser her. Chemisch riechen, ne? Keine Ahnung, was das da genau ist. Also es plätschert, also muss es ja von irgendwo herkommen. Ich glaube nicht, dass es sprudelt. Aber so wie wir das von dem Schild her gelesen hatten, gab es ja halt mal Quellen im See drinne. Da ist der Seelevel allerdings angestiegen und die Quelle quasi jetzt unter Wasser. Und ich gehe dann noch mal ins warme Wasser. Das ist ordentlich heiß. Das tut gut. So, schön einbuddeln. Da war, ach ja, apropos einbuddeln, auf dem Schild stand auch mal so aufpassen, dass man sich die Füße nicht verbrennt. So, ich würde sagen, wir lassen euch mal mit dem Gedanken, dass ihr vielleicht auch gerne hier wärt. Mit warmen Füßen. Mit warmen Füßen. Und sagen tschüss.
Moin! Wir grüßen euch wieder aus Taupo. Heute mit strahlend blauem Himmel, bestem Wetter. Und ich weiß auch gar nicht, wie spät das ist. Ich muss mal gucken. 14 Uhr. Nein, wir sind jetzt nicht erst jetzt aufgestanden, sondern wir waren hier gegenüber in dem Thermalpool. Das gehört quasi hier zu dem Campingplatz, zu diesem Holiday Park dazu. Und man zahlte da so einen rabattierten Einlass pro Erwachsenen 15 neuseeländische Dollar. Für ein Kind von 0 bis 3 Jahren zahlt man 6 Dollar, glaube ich. Genau, und dann kann man noch, wenn man rutschen will, kriegt man so ein grünes Band, zahlt man auch 6 Dollar. Und das haben wir dann gemacht. Wir sind da also nach dem Frühstück einmal hin und waren jetzt bis vor einer halben Stunde da quasi vor Ort. Wir haben 3 große Becken. Eins würde ich sagen, irgendwas vielleicht bei 25 Grad. Und dann 2 etwas wärmer, etwas bei 30 Grad plus. Da haben sie 2 große, oder 2, nicht große, 2 Pools, 2 runde Pools. Auch sehr warmes Wasser. Und dann haben die halt entsprechend noch Rutschen, 2 Stück, eigentlich 3. Eines aber außer Betrieb, was irgendwie ein bisschen schade war. Denn das wäre bestimmt auch eine gewesen, wo der Große auch mit hätte rutschen können. Allerdings hatten die auch einen Wasserbereich für Kinder. Genau, ganz große Rutschen waren da. Hab ich schon erzählt, danke. Und im Kinderbereich kann man halt an verschiedene Ventilen drehen und dann Wasser rauskommen lassen und auch eine Rutsche gibt es da. Das heißt, da ist eigentlich schon auch gut was zu machen und für 15 oder 17 Dollar, lass das jetzt 8, 9 Euro sein, so ein Eintritt ist jetzt nun wirklich auch nicht viel. Dafür, dass man dann halt einen Tagespass bekommt und man kann jetzt halt so oft, wenn man will, rein und raus. Also auch wir haben immer noch unsere Karte vom Einlass und jetzt sind wir nochmal auf dem Weg in die Stadt, könnten aber auch später einfach nochmal rein. Genau, wir waren gestern ja schon einmal hier angekommen, sind dann noch einmal nach Taupo reingegangen, hatte Vivi ja glaube ich auch kurz berichtet, dass wir das noch vorhaben. Und jetzt, das haben wir gestern dann auch gemacht, das war alles super. Wir sind runter in die Stadt, das dauert eine halbe Stunde, eine Regenwolke kam hinter uns her, hat uns dann auch noch so am Rand erwischt. Das heißt, wir hatten dann auch relativ gut Glück mit. Und auf dem Rückweg war nachher wieder gutes Wetter. Heute ist ja auch, wie gesagt, ein bestes Wetter und morgen soll es dann auch ab Nachmittag erst wieder schlechter werden. Wir sind hier 3 Nächte tatsächlich, mal eine Nacht länger als bisher bei uns so üblich. Weil wir einfach dann auch den Aufenthalt bis zur Ankunft in Auckland ein bisschen strecken. Und jetzt gehen wir gerade wieder in die Stadt zurück. Das hatten wir für heute eigentlich gar nicht geplant. Aber wir haben damals in Picton, Abfahrt Südinsel, Leute kennengelernt. Ein Ehepaar oder ein, genau, mit Kind, die wir jetzt tatsächlich schon per Zufall öfters getroffen haben. Und zwar dann halt auf der Südinsel. Auch in Oakune, oder war das vorher schon? Oakune war ich auf der Nordinsel. Ja, auf der Nordinsel meine ich. Ja, in der Südinsel nur Picton und dann Oakune. Genau, da haben wir sie halt wieder getroffen. Und dann hatte sich halt daraus ergeben, dass sie auch nach Turangi fahren. Da waren wir halt dann auch und haben sie dort getroffen. Und dass sie dann nach Taupo fahren. Die waren einen Tag vor uns hier. Und gestern sind wir dann halt einfach hier unten spazieren gegangen. Und haben sie dort auch wieder getroffen. Und jetzt haben wir halt gesagt, komm, lass uns doch einfach mal noch irgendwie auf einen Kaffee treffen. Noch mal ein bisschen unterhalten und da sind wir jetzt gerade auf dem Weg. Genau, so eine halbe Stunde Marsch einmal ab in die Stadt und vielleicht gibt es da noch mal ein paar mehr Aufnahmen bei besserem Wetter. Ansonsten würde ich sagen, bis später. So, jetzt sind wir gerade wieder auf dem Rückweg zu unserem Camper. Wir haben gerade noch unsere Freunde getroffen in der Stadt und dort auch noch gemeinsam zusammen dann gegessen. Also wir hatten sie erst getroffen am Strand, unabgesprochen tatsächlich wieder. Die wollten dann noch zu einem bestimmten Spot hinfahren, Craters of the Moon. Liegt ein Stückchen weiter raus, 6 Kilometer oder sowas. Da hat man die Landschaft quasi, soll so ein bisschen an eine Mondlandschaft erinnern. Ganz viele Krater, Geysire und viel Schwefelgeruch. Und da fahren wir vielleicht noch mal hin, wenn wir von Taupo nach Rotorua fahren. Genau, dann waren wir noch auf dem Spielplatz für den Großen, dass er sich ein bisschen austoben konnte.
und haben die dann quasi wieder getroffen. Wir hatten uns hier in einem Restaurant noch einen Tisch reserviert zur Vorsicht, was auch gut war. Es war nachher proppevoll und dann auch gemütlich gemeinsam zu Abend gegessen und sind jetzt quasi auf dem Rückweg zu unserem Campingplatz. Und tatsächlich hat man jetzt heute richtig geile Aussicht. Ich habe leider die Drohne nicht mit. Da hinten zu den Vulkanen. So, ganz rechts soll das Schicksalsberg sein, das etwas flachere. Tongariro. Dann den Ruapehu. Ne, Ruapehu ist der da, der große. Mit dem Schneegipfel. Das erkennt man auch noch ganz leicht. Und dann in der Mitte das Spitze. Engariro hieß er, glaube ich. Komplizierte Namen für mich. Genau, auf jeden Fall jetzt gerade super Sicht. Ich ärgere das ja schon ein bisschen, dass ich die Drohne nicht dabei habe, aber manches soll dann halt auch einfach nicht sein. Ich habe ja schon bei weitem andere entsprechende coole Aufnahmen gemacht. Und wir gehen jetzt einfach mal zurück. Hatten einen schönen sonnigen Tag. Die Sonne geht ja auch gerade im Hintergrund unter. Okay, da sieht es nicht so schön aus. Aber trotzdem hatten wir einen schönen sonnigen Tag. Das soll morgen auch noch bis Mittag so bleiben. Dann soll das ein bisschen zuziehen. Das ist unser letzter ganzer Tag. Ja, hier dann in Taupo, bevor wir dann weiter nach Rotorua fahren. Und von daher ist heute sonst nicht viel passiert. Reicht ja aber auch. Nebenbei haben wir ja bei dem Campingplatz endlich mal wieder gutes WLAN erwischt. Und ich konnte tatsächlich jetzt auch noch mal die letzten Australien-VLogs hochladen. Ja, man hängt so ein bisschen hinterher, aber gut, das ist dann halt so, wenn man unterwegs ist. Dann gibt es dann halt auch andere Prioritäten. Die VLogs von Neuseeland kommen demnach dann auch bald. Und an dieser Stelle ist das quasi jetzt auch noch nicht veröffentlicht, aber unser Neuseeland-Intro. Ihr müsstet es denn zu dem Zeitpunkt jetzt schon mal gesehen haben. Hoffentlich, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir melden uns einfach morgen wieder. Mehr gibt's von heute nicht. Ciao. Melden wir uns mal wieder. Ich lege mal die kleine Maus hier ab. Guck mal, dass sie hier nicht den ganzen Schlüssel auffuttert. So. Wollte eigentlich eine Windel nur mit ihr machen, aber Torben sagte dann, ach, dann erzähl doch noch mal ein bisschen was über den Tag heute. Genau, heute ist der zweite ganze Tag, aber quasi der dritte Tag mit Anreisetag hier in Taupo. Nach dem Frühstück, wir wollten eigentlich heute Morgen Pancakes machen, beziehungsweise gestern schon, aber haben unsere Pfannen leider in Oahkuni vergessen. Haben wir leider nicht richtig gut aufgepasst, als wir da gekocht haben, dass wir die auch wieder mitnehmen. Genau, also hatten wir keine Pfanne und haben dann einfach hier so gefrühstückt, irgendwie ganz entspannt und gechillt in den Tag gestartet. Und haben dann unsere Sachen gepackt und sind dann runter in die Stadt. Und wir haben schon, als wir kaum hier den Campingplatz verlassen haben, schon die tolle Aussicht gesehen, dass nämlich kaum Wolken da waren und man die Vulkane bzw. Berge halt richtig, richtig gut sehen konnte. Sogar so gut, dass man bei dem Ruapehu sogar den Schnee sehen konnte. Also richtig, richtig cool. Werdet ihr auf jeden Fall ja auch als Fotos sehen. Ich glaube, Videoaufnahme, das sieht man dann nicht ganz so gut, aber ja, ja. Genau, aber auf den Fotos auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall richtig, richtig cool und es war halt super Wetter den ganzen Tag, richtig, richtig schön und in die Stadt. Dann haben wir zufällig halt Katie und Tom wieder getroffen, mit denen wir ja gestern auch zusammen Abend gegessen haben und schon mehrmals jetzt gesehen haben. Und eigentlich wollten die schon weiter. Aber sie meinte schon so, ah, eigentlich ist es hier so schön. Und jetzt waren sie tatsächlich heute dann doch nochmal da. Es war ganz witzig. Und genau, sind dann weiter, sind dann erstmal zum großen Spielplatz. Der ist echt richtig cool hier. Und da hat dann der Große recht lang gespielt. Und dann waren wir noch einkaufen, haben eine neue Pfanne unter anderem gekauft
Und sind dann wieder zurück, haben dann, waren dann nochmal auf dem Spielplatz, weil wir einfach noch so viel Zeit hatten vom Tag und eigentlich gar nichts groß geplant hatten. Aber sowas ist irgendwie auch mal gut. Ich merke, dass das irgendwie total entschleunigt gerade. Und dass auch, obwohl es hier nicht ganz so viel zu machen gibt, obwohl wir doch echt jetzt noch ein paar mehr Restaurants und Cafés und Bars und sowas entdeckt haben, als wir zum Supermarkt gegangen sind. Genau, aber eigentlich ist es einfach jetzt durch das schöne Wetter einfach total schön gewesen, einfach viel unterwegs zu sein, hier ein bisschen zu spazieren und sich so ein bisschen treiben zu lassen und auch irgendwie ohne immer so einen vollgepackten Tag zu haben oder dann direkt wieder abzureisen. Also es war irgendwie mal ganz cool, jetzt auch so 3 Nächte zu haben, um so ein bisschen zu entschleunigen. Genau, ja, dann waren wir auf jeden Fall nochmal beim Spielplatz und genau, haben das so ein bisschen beobachtet. Hier ist ja jetzt am Wochenende der Ironman, der jedes Jahr hier stattfindet und da sind schon super viele angereist von aus der ganzen Welt quasi, überall aus verschiedenen Ländern und die noch fleißig trainieren und sich vorbereiten auf den Wettkampf, sowohl im Wasser, auch auf dem Rad oder Laufen. Also hier ist echt gut was los und überall wird halt aufgebaut und abgesperrt und so weiter. Genau, da sind wir dann leider oder zum Glück nicht mehr da. Das kann man ja sehen, wie man möchte. Genau, und das haben wir so ein bisschen beobachtet. Dann haben wir noch eine Waffel gegessen in dem Big City Brown. Also das können wir auf jeden Fall empfehlen. Also die haben den ganzen Tag offen, leckeres Frühstück, leckeren Snack, Lunch und Dinner ist auch echt super. Können wir auf jeden Fall hier empfehlen. Genau, und dann haben wir uns auch im Rückweg wieder zur Unterkunft gemacht. Da war es schon teilweise ein bisschen mehr bewölkt da. Da hat man nicht mehr so einen schönen Blick auf die Berge gehabt. Aber das hatten wir ja dann heute Morgen bzw. bis heute Mittag ja auch. Ja, genau, und jetzt sind wir zurück und ich habe dann gerade Essen gemacht. Und in der Community-Küche hier. Ist auch mal das spannend, dass man so ein paar andere dann auch so zwischendurch mal ein bisschen Smalltalk hat. Und haben dann auch da gegessen. Jetzt ist der Große noch auf dem Spielplatz und die Kleine braucht eben jetzt nur noch eine neue Windel. Und dann, ich glaube, jetzt ist es auch schon 7:30, also geht es dann auch demnächst ins Bett und Abendprogramm. Genau, ja, soweit erstmal von uns und wir lassen dann morgen wieder von uns hören, wenn es dann wieder weitergeht für uns. Bis dann!